Ja, Rani Waldo, das 1:3 I'll be over there if you need me. Ja, Coach, 1:3 verloren, jetzt im Cup ausgeschieden, natürlich bitter, aber über die Leistung kann man grundsätzlich nicht unzufrieden sein, oder? Gerade speziell die erste Halbzeit waren wir ja doch, also da hat man teilweise nicht gemerkt, wer der Bundesligist und wer der Zweitligist ist. Ja, sicher, also ich glaube, die Leistung war schon okay, vor allem die ersten 30 Minuten haben wir leider ein sehr unglückliches Gegentor bekommen, sondern ein bisschen gekillt. Und dann kommen wir raus, nehmen uns viel vor und dann machen wir wieder zwei schwere individuelle Fehler und dann war das Spiel eigentlich entschieden. Trotzdem erlobt dann die Mannschaft, dass sie nicht hängen lässt und dann trotzdem probiert, ja, mit dem 0-3-Rückstand noch eine gute Leistung zu bringen. Haben sie sich noch belohnt mit dem 1-3. Ich denke auch, dass die Wechselspieler heute sehr, sehr gute Leistungen gebracht haben. Greins, Briedl, Ronny Waldo und Mitrovic haben wirklich sehr, sehr gut gespielt, auch der Julian, der Gölles. Und ja, wir nehmen viele positive Sachen mit aus dem Spiel, schauen es nach vorne, weil wir einfach ein sehr, sehr wichtiges Spiel haben jetzt in Kapfenberg. Den Cup müssen wir jetzt abhaken, leider. Wäre mehr möglich gewesen, aber mit solchen Fehlern kannst du auch kein Spiel gewinnen. Ja, Ronny Waldo, das 1:3 geschossen, war ja dann letztlich dann doch zu wenig, aber klar, natürlich bittere Niederlage, aber trotzdem couragierte Leistung von unserem Team, oder? Ja, schade heute. Meine Meinung heute, wir gutes Spiel. Erste 40 Minuten war sehr gut gemacht. So. Und schade, eine Fehler und dann die Freistoß. Und dann zweite Halbzeit, die erste 5 Minuten. Ich weiß nicht, was passiert. Ich glaube, keine Konzentration. So. Und dann, aber ist vorbei. Heute ist vorbei und dann Kopf hoch und dann wichtig Samstag gegen Kapfenberg. Wir müssen wieder gewinnen. Ja, Marco Greins, jetzt die erste ganze Halbzeit für uns gespielt, wenn unsere Statistikabteilung sich nicht getäuscht hat. Ja, schöner wäre es jetzt natürlich, nach einem Sieg dieses Begrüßungsinterview zu führen, aber 3:1, ich meine, grundsätzlich couragierte Leistung gegen einen Bundesligisten, oder würdest du das anders sehen? Ja, auf jeden Fall war es eine gute Leistung. Trotzdem können wir uns nichts davon kaufen. Wir sind heute ausgeschieden gegen natürlich einen starken Bundesligisten, aber unser Ziel war hier weiterzukommen und das haben wir nicht erreicht. Deswegen sind wir natürlich enttäuscht. Jetzt wartet am Samstag Kapfenberg. Klar, natürlich letzte in der Tabelle, rote Laterne einzementiert und eines der schwächeren Teams der Liga. Aber man, natürlich, jedes Spiel beginnt bei 0-0 und muss man natürlich trotzdem ernst nehmen. Ja, wir sind schon gut beraten, wenn wir das ernst nehmen, weil die haben jetzt einen neuen Trainer bekommen, haben beim FAC ganz zum Schluss dann noch den Ausgleich geschossen. Das heißt, wir werden auch wieder neuen Mut fassen und ja, wir kommen jetzt gerade recht. Ja. Gegen Blau-Weiß kann man ja sowieso nie etwas verlieren und wir haben viel zu verlieren. Aber ich denke, dass die Jungs momentan gut drauf sind. Hat man heute wieder gesehen, auch trotz der Niederlage. Und wir fahren schon mit einem sehr positiven Gefühl nach Kapfenberg und werden heute da probieren, die nächsten 3 Punkte mitzunehmen. Weil jetzt geht es einfach die letzten 4 Runden wirklich nur darum, um den Anschluss absolut an die Spitze zu schaffen. Wie jeder weiß, in der zweiten Liga, da kann jeder jeden schlagen. Jeder hat eine Qualität, jede Mannschaft hat eine gewisse Qualität in der Liga und die muss man respektieren. Morgen heißt es regenerieren und voller Fokus dann auf Kapfenberg. Wir wollen dahin und 3 Punkte holen, das ist extrem wichtig für uns. Kap ist vorbei und dann jetzt nur konzentrieren in zweiter Liga und dann, ja, das ist Spiel nach Spiel und dann Kapfenberg ist letzter Platz, aber wir wissen, das ist ein schwieriges Spiel in Kapfenberg. Jetzt neuer Trainer, ich spiele mehr motiviert und dann wir müssen mehr konzentrieren und dann weiter so. Wie wurdest du in Linz jetzt aufgenommen? Hat alles bislang gut gepasst und was sind deine Ziele hier mit dem Verein mit Blau-Weiß? Ja, ich wurde sehr gut aufgenommen von der Mannschaft, auch vom Trainerteam, allgemein vom ganzen Verein. Ich fühle mich sehr wohl in der Stadt Linz. Und ja, meine Ziele sind einfach erfolgreich hier mit Blau-Weiß zu sein, so viel wie möglich Spielzeit hier zu kriegen und am Ende des Jahres so weit oben zu stehen wie möglich. Blau-Weiß, 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 Blau-We